Hallo Freunde, und zwar habe ich gerade irgendwie ein bisschen Hunger und da ich noch Blätterteig da habe, weil ich später so Pizzateig, Taschen, Gedöns machen will, habe ich gedacht, wir machen jetzt mal ein schnelles Nutella-Croissant. Dazu habe ich mir schon eine Scheibe Blätterteig rausgeholt, die ist ein bisschen angetaut und da ich jetzt nicht so ein Holzding habe zum Rollen, oh Gott, keine Ahnung, wie es gerade heißt. Werde ich das einfach mit so einem Glas machen. Aber ich will das auch nur so ein bisschen ausrollen. Aber ich glaube, das brauchen wir gar nicht, oder? Mein Gott, ich habe es noch nie gemacht. Da wir kleine Hörnchen wollen, schneide ich das mal so. Und einmal so. Und dann. Dann nehme ich mir einen Löffel, mache da Nutella drauf. So ein Klecks. Ah, ich glaube, das ist ein bisschen viel für mich. So ein halber Löffel jetzt auch getan. Dann nehmen wir die Ecken, klappen die um und rollen das dann so ein. Und dann haben wir so Mini-Hörnchen. Ich mache die Seiten hier noch ein bisschen zu. Ich habe übrigens den Backofen schon vorgeheizt auf 200 Grad. So, dann haben wir so Mini-Hörnchen. Das werde ich jetzt mit den anderen beiden auch noch machen. Aber irgendwie habe ich es falsch geschnitten, wie ich sehe. Da mache ich dann auch nur so einen ganz kleinen Klecks drauf. Man muss ja nicht immer dieselbe Form nehmen. Und dann so. So. Soll ja nur so ein kleiner Snack sein. Und das ist natürlich total die komische Form. Und da machen wir auch wieder ein bisschen Nutella drauf. Ihr könnt natürlich auch ein Stück Schokolade nehmen oder Marmelade oder wo noch euch halt gerade ist. Ich glaube, das hier klappen wir einfach mal nur so zu. So. Und dann haben wir hier so ein Täschchen. Ich werde das dann jetzt in den Backofen tun, auf dem Backblech mit Backpapier und lasse das so 20 Minuten da drin, je nachdem, wie goldbraun das wird. Ich glaube, das muss gar nicht so 20 Minuten. Ich glaube, Viertelstunde reicht auch bei den kleinen Dingern. Ich wollte das jetzt halt nur mal ausprobieren, habe gedacht, ich mache das direkt als Video. Und danach wollen wir mal gucken, wie es aussieht. Okay, ich habe es dann jetzt mal aus dem Backofen geholt. Und es war doch irgendwie eine Viertelstunde drin. Fast 20 Minuten. Und es sieht halt so aus, das eine. Mehr wie so ein Bällchen. Und die sind auch noch sehr heiß. Dann so ein Croissant. Au. Und dann halt noch so wie eine Tasche. Ja, mein Licht ist gerade irgendwie sehr blöd. Ich hoffe, man kann es trotzdem irgendwie erkennen. Ich lasse das jetzt einen Augenblick abkühlen und dann werde ich es mal probieren. Mal gucken, wie es dann schmeckt. Vielleicht fandet ihr die Idee ja auch cool. Ihr könnt das immer nachmachen oder mir sagen, ob ihr das schon mal gemacht habt, wie es bei euch geschmeckt hat, ob ihr noch Ei drüber gemacht habt, also Eigelb. Ja. Und dann sehen wir das nächste Mal. Das war wieder das Alltagsleben. Tschüss!